Weißt du, an Tagen wie diesen, da frage ich mich wirklich, wie es sein kann, dass du letztes Jahr versucht hast, dich umzubringen. Nee, noch nicht. Wir haben gesagt 15 Uhr, wir haben noch 2 Minuten. So, hast du das Muttertagsgeschenk dabei? Ja, aber sag mal, wem von beiden soll ich das eigentlich geben? Schatz. Warum eigentlich ein Muttertagsgeschenk? Ja, weil die jetzt ein Kind haben, Timo. Das macht man. Also mein... Hi! Hey. Hi. Ja, schön! Also ich warte schon darauf, dass Jonas seine zweite Abmahnung bekommt. Die zweite? Hilfst du mir kurz mit dem Nachtisch? Ich glaube, das war eine schlechte Idee mit dem Geschenk. Warum? Die haben uns letztes Jahr auch was zum Mittag geschenkt. Alles andere wäre homophob. Aber ich habe keine Ahnung, wem von beiden ich das geben soll. Ja, das sind deine Freunde. Ja, aber das sind doch beide. Schenkst der Frau, du homophobes Arschloch. Der Frau. Habt ihr eigentlich gestern das Spiel gesehen? Alter, war das krass. In der Nachspielzeit dann noch. Fußball. Was? Jonas, schaust du eigentlich auch Fußball? Nee, ich bin nicht so der Fußballtyp. Ich guck lieber American Football. Wollt ihr vielleicht noch was trinken? Och, sehr gerne. Bier oder so? Du weißt, dass ich kein Bier trinke. Wie wär's mit dem Whisky? Der Timo und ich haben was mitgebracht. Komm. Ja, also heute ist ja Muttertag. Mhm. Und weil ihr jetzt auch eure Kleine habt, dachten wir, da bringen wir euch ein kleines Muttertagsgeschenk mit. Stefan. Ich hab's mir auch anderen geschenkt. Das ist aber wegen Football. Wegen Whisky. Warum schenkt ihr mir jetzt ein Muttertagsgeschenk? Ja, genau. Natürlich, das geht an dich. Von Mama zu Mama, Jonas. Warum solltet ihr irgendwem von uns was zum Muttertag schenken? Naja, ihr habt doch jetzt die Chang. Und ihr habt uns letztes Jahr was geschenkt. Und das ist doch, was man macht. Leute, wir sind beide der Mann. Darum geht's doch. Dass es immer diese Rollenverteilung geben muss, ist kompletter Unsinn. Wir sind doch nicht alle Friseure, reden 2 Oktaven höher und lieben shoppen zu gehen. Ja. Okay, ja. Ja, dann nehmen wir die Musical-Tickets wieder. Also das ist natürlich auch wieder so ein Vorurteil. Das ist kein Vorurteil. Schwule lieben Musicals. Anne, ich habe auch was zu sagen. Ich bin auch schwul. Nein, bist du nicht. Darüber haben wir doch gesprochen. Gute Arbeit. Originals.